Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Konrads Woche. Schon wieder ist eine Woche rum, schon wieder erzähle ich euch irgendwie einen Blumenkohl ans Ohr. Ja, aber so viel habe ich gar nicht zu erzählen diese Woche. Das sage ich aber jedes Mal, ne? Aber irgendwie... Naja, nee. Fakt ist, ich habe momentan unglaublich wenig Zeit, weil bei mir auf Arbeit unglaublich viel zu tun ist und dann muss YouTube einfach leiden. Was jetzt nicht heißt, ich glaube, Let's Plays-mäßig bin ich relativ gut auf dem Stand, außer bei Outlast. Da hänge ich jetzt ein bisschen hinterher. Das werde ich aber schaffen aufzuholen. Minecraft habe ich ganz gut im Kasten. GTA sowieso jede Menge Material. Unser Unturned-Projekt steht ja noch eine Folge offen. Was ich sagen wollte zu Minecraft. Ich habe ja das Community-Projekt, da gibt's dann, ich habe dann schon diese Aufnahme gemacht, wo ich die Bilder versucht habe mit einzubringen. Ich habe dummerweise gleichzeitig das Texturenpack gewechselt, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass es teilweise funktioniert hat, teilweise nicht. Ich versuche das aber noch hinzubasteln, so dass es dann ab nächster Woche hoffentlich eure Bilder in meinem Minecraft-Let's Play zu sehen gibt. Ich denke, das werde ich hinbekommen. Sollte eigentlich machbar sein. Ich bin da guter Dinge. In den Nether will ich dann auch nochmal steigen. Ich habe so viele Tipps von euch schon wieder bekommen, was man da alles machen kann und was ich da alles gesehen, übersehen habe. Freue ich mich drauf. Was bei mir dann vielleicht demnächst auch noch kommt, zur Zeit habe ich irgendwie, mich juckt's in den Fingern, nach Jahren mal wieder einen Jump'n'Run zu spielen. Ich weiß auch nicht, ich hab das Donkey Kong Let's Play von Slinferno und von FlassTV gesehen und das war, glaube ich, das letzte Jump'n'Run, das ich wirklich gespielt habe und das ist jetzt schon gut 15 Jahre her. Aber irgendwie, seither habe ich jetzt wieder Bock, mal wieder einen Jump'n'Run zu spielen. Deswegen könnte es sein, dass vielleicht auch demnächst mal ein Jump'n'Run Let's Play von mir kommt. Möchte ich aber nichts versprechen, das mache ich ganz von Lust und Laune von mir abhängig. Könnte aber möglich sein, dass es da noch so ein Projekt zwischengeschoben gibt, weil ich da einfach momentan gerade Bock drauf habe. So, ja, dann will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und will zu meinem YouTuber der Woche, sprich, ich verleihe, Moment, muss ich ein Stück rutschen, damit Platz ist, der Konrad der Woche, der geht diese Woche an den lieben, guten Bezos. Ja, herzlichen Glückwunsch. Er war ja auch dabei bei unserer Unturned-Runde, beziehungsweise da habe ich ihn ja erst kennengelernt. Muss sagen, ist ein super Typ, wir treffen uns fast täglich im Teamspeak. Und mir fällt auch auf, er spielt ähnliche Spiele wie ich. Er spielt zum Beispiel auch Next Car Game, wo ich ja auch mal so ein reingeschnuppert hochgeladen habe. Wo man einfach nur Autos zu Schrott fährt. Wo wir vielleicht auch mal zusammen was machen. Er hat da sowieso schon Let's Play auf seinem Channel laufen, vielleicht mache ich da auch mal mit. Und er spielt den Landwirtschaftssimulator 2015, wo ich momentan auch wirklich mit dem Gedanken spiele, ob ich mir den zulegen soll. Ob ich da ein Let's Play mache oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich liebe diese Simulationsspiele. Könnte dann durchaus sein, dass ich das einfach nur für mich spiele, ohne Let's Play. Es sei denn, wir machen da vielleicht ein Multiplayer-Projekt mit dem Bezos und ein paar anderen zusammen. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall Bezos, es lohnt sich bei ihm mal reinzugucken. Ja, herzlichen Glückwunsch, schaut bei ihm rein. Ansonsten habe ich euch nicht mehr viel zu erzählen. Ich habe euch jetzt schon wieder viel mehr erzählt, als ich eigentlich gedacht hätte. Deswegen mache ich jetzt einfach Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Zieht euch schön warm an, es wird langsam kalt draußen. Passt euch auf euch auf. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, immer schön weiterzocken. Bis dahin, eine schöne Woche wünsche ich. Euer Lieblingsnoob Konrad. Tschüss.